Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei einer weiteren Folge von Subnautica. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Wasser ganz schnell. Nein! Wir brauchen Wasser. So, ich habe jetzt rausgefunden, dass wir diese Membranen, oder? Sind das keine Membranen? Ich dachte, das sind Membranen. Weil wir kriegen irgendwie aus diesem einen Fisch, kriegen wir irgendwie Membran raus. Haben wir noch Salz? Salz haben wir auch nicht. Oh Gott. Das sieht ja sehr schlecht aus. Aus dem einen Fisch kriegen wir Membran raus. Aus diesem Eherfisch. Und wir brauchen Korallenchunk und Salz, um uns Wasser herzustellen. Ach so, wegen dem... Ach du Scheiße. Okay, ihr nehmt jetzt gerade... Scheiße. Ihr nehmt jetzt gerade teil an meinem Tod, scheinbar. Was passiert jetzt? Sterbe ich jetzt? Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Oh Mist. Mist. Nein, nicht sterben. Der Tod kommt auf leisen Sohlen. Kann ich jetzt... Okay, also entweder hat er jetzt den Spielstand neu geladen, den ich hatte. Jedenfalls bin ich jetzt nicht gestorben. Habe ich nicht so richtig verstanden. So, ist egal. Wir brauchen Salz. Machen wir Salz, oder? Nein, Zink. Wir brauchen Salz. Salz und... Das wird hier mal irgendwie eine kleine Wasserproduktion uns herstellen können. Ansonsten müssen wir natürlich auch was essen. Jo, und da sind wir wieder. Jo, bei diesem Observatorium, das ist ja jetzt hier gelandet, da empfiehlt sich das wahrscheinlich, den Konstruktor an einer Stelle zu bauen, wo das Meer besonders tief ist. Oder vielleicht kann ich das Observatorium auch einfach hier an irgendeiner Stelle mir hinbauen, dass ich den Konstruktor gar nicht brauche? Doch, den brauche ich. Doch, den brauche ich. So, ich brauche jetzt Salz, Korallen. Salz und Korallen. Das hier Korallen. Maschen. Ah, ist das? Purple Leaf. Korallen hätte ich ganz gerne. Ja, ich steige ja schon wieder auf. Wäre ganz nett, ein paar Korallen. Aber hier wachsen keine, oder? Ist das hier? Nee. Das ist so eine schöne Grafik. So, wir werden mal... Ach guck, mein Dinger konnte man doch auch abschneiden irgendwie. War das nicht so? Nee. Was haben wir da? Ist der gefährlich? Bestimmt, oder? Ah, denkst du, dass der den Messer sticht? Macht er nicht. Naja, ich steig schon auf. Er ist so eine schöne Grafik. Man hat wirklich so ein richtiges Unterwasser-Tauch-Feeling. Mein Lifeboat. Dann werden wir erstmal ein bisschen was essen. Wenn wir mal was essen. Juhu. Können wir schon was braten? Nö, weil wir kein Salz haben. Oder was? Glas können wir herstellen. Machbar. Und Carbon können wir herstellen. Machen wir auch. So. Dann gucken wir mal, was kann man jetzt hier essen? Die Dinger, wozu brauche ich die? Kann ich die irgendwie verarbeiten? Bis jetzt noch nicht, wa? Kann ich die essen? Nee. Ich weiß noch nicht, wofür ich die brauche. Ich brauche auf jeden Fall Salz.
Oh, Inventar ist voll. Mist. Verdammt, ich brauche Salz. Kann man gar nicht vorstellen, dass das ganze Salz, dass ich das jetzt weggesammelt habe. Guck mal, hier ist ein tiefer Bereich. Oh, Baby, yeah. Vielleicht da unten die Korallen, die ich suche. Da ist nochmal Metall. Wir haben mal keinen Platz mehr im Inventar, vielleicht. Wow, wer ist er denn? Ach, das ist wieder der. Ist, glaube ich, nicht so ein guter. Mal hier, schmiert hier eine Ressource? Nee. Wow, was ist das denn hier für ein Weich? Alter. Oh, komm, ey. Nee. Was waren das für Viecher? Die saugen mir meinen letzten Seelensaft aus meiner Pumpe. Jo, 50 Cent. Ja, ja, wir steigen ja schon wieder auf. Entschuldigung, dass ich mal eine kleine Erkundungstour machen wollte. Ja. Vielleicht sollte ich jetzt mal eine zusätzliche Truhe bauen. Eine zusätzliche Truhe. Fragment Analyzer. Luca. Luca, das ist die Truhe. Das ist die Truhe. Da brauchen wir zweimal Metall. Dann können wir uns eine Truhe bauen. Ja. Machen wir mal. Bau mir mal einen Luca. Hat er jetzt den Luca gebaut? Nee. Muss ich dazu zum Konstruktor? Hi, Konstruktor. Nein, hier kann ich auch keinen Luca bauen. Warte mal, dann machen wir das mal so. So, und jetzt möchte ich einen Luca. Zack. Oh, da fehlt mir doch wieder das Fachwissen für, oder? Mal weiter auf Erkundungstour. Juhu! Ah, da Salz, Salz, Salz. Ja, nein, hier ist Salz, oder? Ah. Okay, jetzt haben wir einmal Salz, dreimal Sand. Ein paar Korallen wären noch cool. Das Metall brauche ich nicht. Also auch schon, aber im Moment sieht es schlecht aus. Ich muss erst mal auskriegen, wie ich eine Kiste craften kann. Oh yeah, wer bist du denn? Oh, geil. Kann ich dich irgendwie grapschen? Spearfish? Ah, Mist, ich muss wieder hoch. Ah, yeah. Komm, ey, komm, was ist los? Hoch mit dir. Hoch, 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 hoch. Wow, und wieder runter ist. Die Wette schon alle. Nö. Oh, jetzt bin ich schon in etwas tieferen Regionen. Diesen Fisch finde ich hier ganz interessant. Ups, nein. Man kann, ups, ja. Man kann wohl später auch DNA-Proben von den Tieren nehmen, um die irgendwie zu analysieren. Ich habe sogar zwei von diesen Viechern. Die kann ich nicht einsammeln, diese Schwarmfische. Ja. Ich glaube, ich sollte mir da dieses andere U-Boot bauen. Aber da reichen wahrscheinlich nicht die Ressourcen. Müssen wir mal gucken. Los, hoch mit dir. So. So. Wenn wir einmal Salz, dann können wir das jetzt einmal auch mit herstellen. So. Oh, ich blute? Sah jetzt so aus unten. Wenn ich blute, jetzt will ich mir mal einmal Nahrung herstellen. Dass uns die Hütte hier noch abfällt, wenn man nicht rechtzeitig Raumschiff. Ich hab den Eindruck, der Qualm wird irgendwie stärker. Wenn wir uns nicht rechtzeitig ein größeres U-Boot bauen. Guck at Garyfish. Guck at Spadefish. Okay. Das war's schon, weil wir nur einmal Salz hatten. Dann würde ich die mal ganz gerne essen. Spadefish. Guck at Spadefish. Plus 3 Wasser. Kann ich denn damit machen? Nichts. Okay. So, Submarine. Inventory. Submarine. Blueprints. Luca.
Ziehmal und dreimal eine Batterie, zweimal Glas und Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer und Nahrung. Warum kann ich ja nicht eine weitere Truhe bauen hier? Lass hier mal ein paar Sachen rauspacken. Ah, eine Truhe hätte ich gerne. Ihr könnt das natürlich auch einfach rausschmeißen, oder? Ja. Natürlich auch eine Variante, dann schwebt das hier halt so im Raum rum. Wer schwimmt hier? Bist du tot? Wahrscheinlich. Muss ein bisschen mehr Platz haben. Guck mal, wenn wir jetzt hier rein, naja, ist auch sinnlos, weil hier könnte man dann zwischendurch Luft holen, aber da hätten wir so müssen, dass es wirklich tiefer fällt. Ach, guck mal, vielleicht ist ja hier Kupfer. Zink. Zink, oder? Ein paar Mushrooms. Müssen wir was essen? So, machen wir vielleicht hier mal rein in die... Oh, da habe ich ja schon was gesehen. Das sind... Au, wow. Alter, Alter, schnell wieder hoch, der Explosionsfisch. Ah ne, wir können doch hier rein, oder? Alter, lass mich doch in Ruhe. Jetzt können wir unsere Luft aufladen und mal gucken, was hier los war. Eieiei, Stress pur. So, ich brauche mehr Zeug. Ich brauche mehr Zeug. Wir schwimmen mal in die Höhle hier rein. Vielleicht gibt es Kupfer. Zink. Oh Mann. So viel Zink. Zink. Alter, was ist das denn für eine Höhle? Zink. Oh mein lieber Scholli. Oh mein lieber. Was haben wir da? Explosionsfisch? Ja. Sind das die Explosionsdinger oder sind das Korallen? Nee, das sind die. Das sind die. Schnell weg wieder. Oh ja. Yeah. Schnell wieder raus. Gut, kann ich mich jetzt hier aufladen? Wieder Luft im Observatorium. Das Inventar ist wahrscheinlich auch schon wieder voll fast. Na fast. Kann ich das jetzt essen? Ach ja, cool. Ich kann im Observatorium essen. Das ist schon mal ein Vorteil. Was haben wir hier? Emery. Na, ist auch nicht schlecht. So. Wieder aussteigen. Ist dunkel. Oh, es ist Nacht. Es ist Nacht, fragt sich. Guck mal, die können wir sogar... Alter, die können wir ja richtig gut bewegen. Die können wir da hinschieben, wo wir sie brauchen. Ah, okay. Ja, dann hätte ich ganz gerne, dass du hier mehr in so einen tieferen Bereich rein rutschst. Da unten nämlich genau. Los. Rein mit dir da. Oh ja. Oh ja. Luft holen. Ja. Okay. Krieg ich den hier so runtergedrückt, wenn ich drin sitze? Nee. Luft holen. Okay. Jetzt runterschieben in den Abgrund. Los, rutsch in den Abgrund. Rutsch in den tiefen, tiefen, tiefen Abgrund rein. Oh ja. Yeah. Oh ja, jetzt geht's in die Tiefe. Los. Weiter mit dir. So, jetzt sinken wir zusammen mit dem Observatorium runter. Geil. Okay. Ist eigentlich noch nicht tief genug. Wo ist der Ausgang? Würde ich den ganz gerne noch tiefer reinschubsen. Dass wir von unten aus vielleicht arbeiten können. Oh yeah, das geht jetzt. 53, 54 Meter, 55 Meter. Oh ja, jetzt geht's richtig runter. Jetzt geht's richtig runter. Nein. 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 Wieder Luft holen. Oh yeah, okay. So, ich finde das jetzt mal ganz gut, die Stelle, wo das Observatorium jetzt ist. 79 Meter tief. Mal hier so ein bisschen die Gegend erkunden.
guck mal, die Dinger kann man, glaube ich, auch irgendwie abernten. Wollen wir mal gucken. Was ist denn das da? Oh. Zurück ins Observatorium. Zurück ins Observatorium. Wo ist es? Wo ist es? Was ist hier? Oh Mist. Das ist mein Observatorium. Da. Schnell. Yeah. Oh, ist schon cool, das Ding. So. Ja, ist vielleicht nicht ganz so clever, sich hier im Dunkeln aufzuhalten. Aber was soll, man muss ja hier so ein bisschen mal rumtesten. Was haben wir hier? Eine Spalte. Guck mal, was sind denn das für ekelhafte Fische? Oh, mit dem können wir gar nichts machen. Da können wir froh sein, wenn der uns nicht anfällt, scheinbar. Sand. Bisschen das Observatorium im Auge behalten. Was sagt sie? Hab gerade nicht hingehört. Tut mir leid. Ah, okay. Das ist ja nicht schlecht. Da können wir uns ja eine Weile hier unten aufhalten, indem wir immer zwischendurch ins Observatorium gehen. Sehr schön. Genauso hatte ich mir das nämlich gedacht mit dem Ding. So. Kupfer wäre nicht schlecht. Oh, ich habe kaum was zu essen. Da müsste ich, glaube ich, gleich wieder nach oben. Weil hier ist so tief, gibt es noch nicht mal Mushrooms. Hier gibt es gar nichts außer diese roten. Wo soll ich denn Kupfer herbekommen, Mann? 70 Meter tief, Alter. 70 Meter und es gibt hier nichts außer die roten Algen. Und wahrscheinlich Feinde. Was liegt da hinten? Nichts. Okay. Okay, wenn wir erstmal wieder hochgehen, wa? Na los, mach. Mach Dampf, Alter. So, da wir ja keinen Satz gefunden haben, sieht es ganz schlecht aus mit dem Essen. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal Pilze dabei. Vielleicht wenigstens ein paar Pilze. Nee, hier nicht. Müssen wir weiter nach hier oben, wo die obere Schicht ist. Ach, guck mal, sind das vielleicht die Korallen? Nee, wa? Nee. Ein bisschen aus wie Möhren bei Minecraft. So, Leute, ein neues Minecraft-Let's Play starten. Lasst euch überraschen. Morgen kommt die erste Folge wahrscheinlich. Was war das? Wer hat mich ja gebissen? Warum beißt du mich? Ach, wegen dem Essen. Wegen dem Essen. Man kann eigentlich noch gar nicht so richtig sterben, habe ich den Eindruck. Oh, alter Schwede. Aua, ich will schnell was essen. Ja, machen wir mal so. Oh nein, vielleicht sterbe ich doch. Ich will aber nicht sterben. Oh. Ein Flintstein? Flint. For Sparks and Fire. Schöne Sache gefunden, aber nicht zu essen. Okay. Geht's wieder in die Tiefe? Da ist unser Observatorium. Aber hilft ja alles nichts. Müssen wir jetzt mal uns vom Pilzen ernähren erstmal. So, Grundnahrungsmittel. Ich würde auch zu gerne mal diese. Entweder Kupfer brauche ich oder diese. Na, versteckst du dich? Oh yeah, was hatte ich jetzt? Nee, das war nur Sand. Schade. So, was haben wir da noch? So eine Höhle? Ach, da wäre ich ja ganz gerne jetzt mal reingeschwommen. Mal Luft holen. So, jetzt wieder runter. Ich könnte mir natürlich auch noch eine dritte Sauerstoffflasche craften. Da muss ich auch unbedingt noch rauskriegen, wie ich mir eine Kiste mache. Na, guck mal hier. Na ja, gut, hier haben wir ein bisschen Limestone. Oh, was ist das? Was ist das? Kann ich da was rausschmeißen aus dem Inventory? Ja, klar. Kann die ganzen Dinger hier essen. So, und dann kann ich das einsammeln. Wo ist es? Da. Was war das? Limberry. Oh, hier, Salz. Zink. Lässt mich auch nicht wirklich hier. Vielleicht sollte ich mir noch eine Sauerstoffflasche machen.
Und zwar Platz weg, aber dann kann ich noch ein bisschen länger unter Wasser bleiben. Und diese Insel hier, vielleicht ist das ein schönes Ort, die wird ja nicht umsonst gleich in der Nähe sein, so weit oben sein. Vielleicht ist auch so gedacht, dass man ganz am Anfang da gleich hochklettert. Ah, noch mal was. Zink. Also mit Zink kannst du mich echt jagen. Zink kannst du mich jagen, vielleicht. Ups. Vielleicht mal hier in die Röhre reingehen. Oder lebt da jemand? Da ist noch was. Ah, los. Komm, komm. Was ist das? Was ist das? Wo ist das hier Kind? Guck mal, wie weit er gerollt ist. Was ist denn das? Emery? Komm, gib mir den Emery. Nochmal Luft holen. Oh, geil. Oh, ey, komm hier gar nicht raus aus dem Entdecken. Ah, guck mal, da ist so ein Luftfisch. Wenn wir den mit dem Messer irgendwie noch eine Membrane. Aber warum habe ich den. Ach, ich muss mit rechts. Ja, jetzt verstehe ich's. Um das Messer zu benutzen, das habe ich die ganze Zeit nicht gemacht. Hier ist nochmal Metall. Um das Messer zu benutzen, muss ich den mit rechts töten. Dann kriege ich nämlich eine Membrane und aus einer Membrane und Satz kann ich. Glaube ich, Wasser. Hallo? Luftfisch? Ja, Erdfisch? Und hab ich ihn? Nein. Ist das geil? Ist das geil? Echt unter Wasser? Komm her, komm her. Jetzt. So, mal gucken. Ob ich jetzt eine Membrane habe. Ja, ich habe 3 Membranen. Das ist schon mal sehr geil. Immer noch ein Quarz mit. Und wir haben immer noch keinen Sinn. Wir brauchen mehr Salz, Mann. Hey, guck mal da. Noch mal mit. Ersack. Komm her, Ersack. Ersack. Alter, du bist nicht leicht zu. Du bist nicht leicht zu töten. Doch, jetzt. Okay. Ah, ich hätte so gerne noch ein bisschen Salz. Wo ist hier Salz? Es ist echt so, dass die Sachen nicht nach spawnen, sondern dass ich, wenn ich das Salz weggesammelt habe, einfach Pech habe. Was ist das für eine Höhle? Hallo? Was ist hier drin? Was ist hier drin? Oh, immer wieder was Neues. Da ist Salz. Muss ich jetzt mal schnell holen. Und jetzt muss ich hoch wieder Luft holen. So, wir haben jetzt mal Richtung. Vielleicht finden wir nochmal Salz und tauchen jetzt mal Richtung. Da haben wir noch einen Stein, den, ne? Nee. Richtung Lifebot. Ein bisschen Salz wäre nicht schlecht, Leute. Lass doch mal hier ein bisschen Salz rumliegen. Aber Salz müsste doch eigentlich nachspawnen, weil wir sind ja im Meereswasser. Im Salzwasser, glaube ich. Könnte natürlich auch ein Süßwasser-Ozean sein. Wir sind ja auf einem anderen Planeten. Wir könnten natürlich noch. Da ist noch Quarz. Wir müssen schon wieder hoch. Okay. Gut, dann gehen wir mal direkt hier. Gucken wir mal. So, jetzt haben wir leider nur einmal Salz. Mal gucken, was wir jetzt machen können. Ah, wir können jetzt tatsächlich Wasser herstellen. Und nochmal Wasser. Guckt, ein Ersack. Machen wir doch jetzt einfach so viel wie geht hier. So. Und noch mehr Wasser. Achso, er braucht scheinbar nur eine Membrane, wa? Pro. Mehr nicht. Nur was? Nur eine Membrane. Okay. Glas brauche ich im Moment nicht. Gut, dann gucken wir mal, dass wir jetzt ein bisschen Wasser trinken. Wäre mal interessant. Mal gucken. Plus 10, ah. Cool. Und das ist hier der gekochte, wa? Ja. Wasser, Wasser, Wasser. Na, das passt doch schon mal. So, jetzt haben wir schon mal rausbekommen, wie wir Flint, wie wir Wasser machen können. Jetzt wollte ich ganz gerne noch eine neue Taucherflasche machen, genau. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Oh, da liegt das. Oh, hohoho, mein Metall. Sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.